Schilder nicht so. Sag lieber mal Aloha, liebe Nerds. Aloha. Ich und mein Holz. Holz. So, wir begrüßen euch bei Osiris. Richtig? New Dawn, Osiris, New Dawn. Yeah. Wir haben dabei, den Chris ist heute dabei. Hallo. Hat sich den quasi Chris aufgedrängt. Ja, er wollte unbedingt. Ja? Wir haben schon gestern einmal kurz reingeschaut, haben geguckt, wie das funktioniert mit Multiplayer und alles. Haben da schon einige Schreckmomente gekriegt, wo ich einen nassen Schlüppi hatte am Ende. Das hätten wir euch, glaube ich, auch zeigen sollen. Aber nein, es kommt doch. Wir haben nicht viel gemacht, viel gezeigt. Wir wissen eigentlich noch gar nichts über das Spiel, großartig. Wir wissen nur, wie man eine Kiste baut und reinguckt. Ja, und wie man Material verschwendet. Ja. So, Olli steht hier rum wie so ein Glühstrumpf. Olli ist ein Glühstrumpf. Ich glaube, Olli weiß gar nicht, was hier Sache ist. Boah, ich bin überladen, verdammte. Chris, wo bist du denn? Ja, drück mal deine Karte, deine Map, und dann hast du da Koordinatensystem. In der Mitte, da steht dann einmal Minus und links von deiner Mittelposition aus und da also links steht bei mir 18,7. In Minus, 18,7. Plus. Plus, 18,7, das ist gar nicht mal so weit von André und von Olli und mir entfernt. Du hast zwei Zahlen, einmal unten und einmal links von dir. Was habt ihr links für eine Zahl? 18,7. Ich hab 0,2. Ich hab Minus. Minus 7,7. Also minus 7,7, das heißt, am weitesten weg ist Chris, weil er Plus hat. Richtig. Also muss ich jetzt bei mir gucken, dass ich Minus auf der linken Seite hinkriege und unten mehr, weil ihr da... Was habt ihr? Also wir sind, ich gehe jetzt Richtung minus 8, weil da auch Material liegt. Unten haben wir 17,4. Und ich will da jetzt... Hallo Luca! Hallo Luca! Okay, ich habe jetzt 0,3, also ich laufe schon mal sauer richtig und meine andere Zahl wächst auch, das ist schon mal gut. Gut, das heißt, wir sind bei minus 9 gleich. Ja, dann fährt euch ja immer weiter. Ach so, wir sollen zu dir... Ja, dann kommen wir zu dir hin. Minecraft machen wir bestimmt auch mal wieder irgendwann. Ich wollte nur erstmal zu den Ressourcen hin hier. Olli, nimm mal ein bisschen was mit hier von... Ach da. Oh, hier sind überall große Viecher. Bei mir ist gut. Ich werde bestimmt gleich vom Wurm gefressen als Erster. Aber das ist also schon der Fälle. So, jetzt habe ich minus 0,8 und 9,4 die untere Zahl. Okay. 9,5. Olli? Follow me, Olli. Warte, lass uns das Zeug hier einsammeln. Nein, Eisen Olli, und so. Ja, Olli, du kannst nicht so viel nehmen. Du bist irgendwann überladen. Denk ist dran. Wie bei Ark. Denk dran, das Gewicht. Irgendwann kannst du nicht mehr rennen und das ist unproduktiv. Ich lass dich hier stehen, ich sag dir das. Und du kommst hier mit dem Koordinatensystem nicht klar. Meinst du? Ja. So, ich gehe jetzt Richtung 0, minus 0, irgendwas. Da habe ich minus 1,2. Ja, ich gehe jetzt und unten. Bin immer noch zu schwer. Unten. Warte, guck ich sofort. Oh, ist jetzt nicht mehr ganz so schlimm. Unten habe ich 10,6. Ja, lass mal gucken. Was da habt ihr? 16,7, aber da kann ich hin korrigieren. Ja, jetzt müsste ich in die richtige Richtung laufen. Ja, minus 7 und 16,5 wird weniger. Alles klar, ich müsste jetzt in die richtige Richtung laufen. Ah, wir sind eigentlich schon weit weg. Olli! Ja, ich komm. Wo ist er? So, mal endlich wieder ein neues Survival-Game auf dem Survival-Markt. Richtig! Schauen wir mal, wie das so funktioniert, wie das so läuft hier. Na, wenn euch das Spiel zu leise ist, vielleicht sollte ich dann nochmal Musik anmachen, weil das ist wirklich sehr leise, man hört gar nichts. Ja, das ist eins der, wie soll man sagen, Vor-, Nachteile, wie auch immer. Naja, wir sind auf einem Planeten, in einem Raumanzug. In einem Raumanzug. Viel hört man da nun mal nicht. Nee, nicht viel. Außer so ein leichtes, dezentes Brummen und dieses permanente. Ja, genau, dieses, was man halt so, ne? Richtig. Wir brummen von wir sind der Masiana. Ich bin dein Vater, David. Wir sind jetzt alle Matt Damon. Matt Damon. Wir sind Matt Damon. Das hat, glaube ich, jetzt irgendwie komischerweise jeder jetzt in seinem Let's Play, in seiner ersten Let's Play-Folge als ja, Titel. Ja, ist halt so, ne? Wir sind Matt Damon. Ich glaube, von jedem Let's Player jetzt.
I am at Dave. So, ich bin jetzt minus 3,5 und 12,4. Also wäre der Planet grün gewesen, anstatt okay, rot, dann Chris wurde gefressen. Chris wurde gefressen. Survival. Survival? Easy game. Alter, hier ist ein Trilobit. Olli, zück deine Pistole, Alter. Hier ist ein Trilo. Alter, fick dich. Ich will das jetzt nicht. Wow. Nicht so schlimme Wörter in den Mund. Entschuldigung, das war unsere reflexartige Reaktion. So, ich bin jetzt bei minus 6,5 und 14,7. Ich mach mal Musik an, irgendwie ist das. Wie wirklich leise. Oh, Olli. Olli hat ihn angegriffen. Olli hat ihn angegriffen. Musikplayer. André. Was machst du denn da, Olli? Ist er tot? Weggelaufen. Er kommt wieder. Keine Angst. Du läufst nicht einfach weiter. Pass auf, ich muss mal eben meinen Anzug tapen. Ja, diese scheiß Trilobiten, die machen sofort die Anzüge kaputt. Kolonie? Wieso bin ich in der Kolonie? Wow. Kolonie 13, 5, 12 sind wir. Okay, egal, dann lade ich Olli ein. Ich hab die Kolonie mal da verlassen, wo ich drin war. Weiß gar nicht, ich kann die, glaube ich, gar nicht verlassen. Kann da nichts verlassen. Ja, oben steht doch, wo du kannst du direkt draufdrücken auf die Kolonie und wo der Name steht und dann kannst du Leave machen. Nein, passiert bei mir nichts. Kann ich nicht. Wow, dann waren wir wahrscheinlich schon alle in derselben Kolonie. Ja, wir beide zumindest. Na, jetzt nicht mehr, ich hab sie ja geliefert. Ja, dann muss ich auch nachher einladen. Egal, Olli. Da unten laufen welche. Ja, dann sind das Olli und ich. Ich sehe euch, aber nur einer hat einen Roboter dabei. Ja, dann hat Olli seinen vergessen. Hä? Ich denke, der kommt hinterher. Der musst du Bescheid sagen, dass er hinterher kommen soll. Oh. Aber du hast ja deinen Mark noch als Spawn Point. Da ist der. Ja, André. So, jetzt müssen wir gleich nur noch den Chris finden. Chris? Ich bin bei 8,9 links. Und unten? Sehe ich gerade, das ist ein bisschen. Moment. 24,1. Boah, Alter. Minus. So. Irgendwas hat mich gerade gebissen hier. Ja, nun, hör doch mal auf, André, hör mal auf hier. Ich will dich doch einladen so. Einmal. So, komm her, Olli, du auch. So. So, sind wir jetzt in derselben 13, 5, 1, 2, ja? Ja. Warum auch immer. Ich kann auch nichts einstellen an der Kolonie-Geschichte. Aber Olli ist jetzt auch 13, 5, 1, 2. Ja, ne? Er ist gut. Ja auch drin. So, dann müssen wir jetzt hier hoch. Weiter in die Richtung, damit wir Richtung Chris kommen. Also dem David hinterher, der weiß das. Ja. Hoffe ich. Oh, da sollen wir bloß folgen. Komm mit, du mein blöder Roboter. Diesmal bin ich froh, dass ich dich nicht vergessen hab. Ich hab die diesmal auch nicht vergessen. Ach, man hat das Gefühl, man kommt gar nicht vorwärts, wenn windig ist. David ist schon irgendwie weg, ne, Olli? Ich bin den Berg. Oh, hoch, hoch. Ach du Sch. Der ist ein paar Meter vor mir. Hallo? Nee, wir müssen seinem Roboter hinterher, weil das andere sehe ich nicht. Bin direkt. Ja. Fuck. Das war so klar, dass ich den adde. Was? War der das Wurm? Nein. Er kommt über den Berg. Wieso greift einen hier alles an? Alter, ein Kolossus, Alter, was machst du denn da? Schießt! Der kommt hier nicht hoch! Mach den platt! Der kommt hier nicht hoch! Das sind die Starship Troopers hier, diese riesen Dinger. Olli, geh da nicht runter! Ich hab. Wow. Wow, da fliegt Fleisch rum. Alien Meat. Aber hier, guck mal, die Sachen, die man jetzt einsammeln kann, sind umrandet. Ja. Wenn man drauf guckt. Okay. Auch eure Körper sind umrandet. Ich hab einen umrandeten Körper. Hast du auch einen? Ja, du auch. Oh, guck mal, hier wäre so eine schöne Fläche, wo man hätte bauen können. Ja, rein theoretisch, ja. Plutonium direkt in der Gegend. Also, ich mag Strahlung. Vielleicht wächst mir wie bei Private eine Hinternhand. Wollen wir hier bleiben? Ja, da kann man sich schön kratzen. Wollen wir hier bleiben und sagen, Chris kommt zu uns? Direkt in dem Schatten von diesem großen Berg. Ja? Nicht? Aber hier ist doch kein anderes Material, das ist das Problem. Ja, das weiß ich nicht. Ich weiß nicht, was da über dem Berg ist.
Und Olli, wie gefällt's dir bisher? Wie läuft's bei dir? Auch 60 FPS? Nee, 40. Warte mal, ich muss mal einmal kurz Der Einzige, der 60 hat hier, oder? Nee, Christa hat ja so einen fetten PC. Ich habe auch 40. Mann, ich guck, ich habe auch 40. Aber ich muss sagen, also ich hätte eigentlich gedacht, dass ich jetzt mehr Probleme hätte. Was denn? Ich habe mir deinen Roboter geschnappt. Mein? Ja. Okay. Gut. Die folgen mir jetzt. Bin ich denn los? So, Chris, wir kommen mit hoffentlich jetzt noch weiter in deine Richtung. Ich bin bei plus 0,9. Links. Ja. Ja, das ist gut. Das heißt, unsere Zahl muss kleiner werden. Ja, wird sie doch. Und die untere Zahl ist bei ihm was? Die ist bei mir minus 28. Boah! Ja, der Breitengrad ist ja ganz woanders auf dem Planeten. Ja, ich sag ja, das ist ganz woanders. Dann können wir nicht hier erstmal so eine Maschine bauen und den dann einsammeln. Das ist schön, wir müssen da auf jeden Fall hier in die Richtung weiter, wo ich jetzt längs gehe. Ja, wir sehen dich aber nicht mehr, denk dran, dein Roboter ist jetzt hinter mir her. Boah, sind wir mal deinem Roboter gefolgt. Wow. Ja, dann gehe ich ja langsam jetzt für euch. Höre ich auf zu sprinten. Irgendwie verliert man noch gar keine Werte, habe ich das Gefühl, oder? Doch, Hydrogen und NTR verlierst du. Das geht runter. Mach mal Taschenlampe an. Brauchst du nicht. Sieht geiler aus im Dunkeln. Ja, ist aber noch nicht dunkel. Aber schon so halbdunkel. Also ist irgendwie sein Nebel dicker geworden, oder? Seit gestern. Ist das nicht ein Berrybaum? Das sind nicht alle Bäume Berrybäume? Nein. Leider nein. Schade. Ah, oh, was ist das denn? Nein! Hier leg ich nochmal Sachen aus der Hand. Boah, verdammt! Stacheln! Pass auf! Stacheln! Ihr Dussel! Da kann man drüber fliegen, ne? Ach, ich doch! Verdammt! Ich hab jetzt auf meine Karte. Oh oh! André! Ja? Oh oh! Vorne links! Ist das die Wurmfläche? Das ist eine Wurmfläche. Sicher? Ja, das ist ein Wurmskelett. Oh ja. Ich glaube sogar, das ist der Krater, wo wir zuerst. Ja, das ist der Krater, André. Das ist unser Krater. Jo. Wir sind diesmal nur von der anderen Seite. Wir gehen hier außen rum, André. Wir hoffen, dass er nicht kommt. Alter, der Nebel, Hallo, ne? Hallo Marie. Der Nebel ist geil, ne? Ja. Aber wir versuchen da nicht, da durchzugehen. Ich meine, du kannst es von mir aus machen, aber. Oder wollen wir den einmal rufen? Aber den kann der Olli dann rufen. Wieso? Habt ihr auch so einen Klopfstab mit? Und dann was? So ein Klopfstab wie in Dune. Nein, brauchst du nicht. Der kommt, wenn du der triggerst hier irgendwo. Ja, richtig. Sobald du da unten in diese Graben da reingehst, kommt er. Kannst du mal einen Fuß runtersetzen? Nein, mach ich nicht. Gut. Wenn irgendwas zu laut im Stream ist, müsst ihr mir das bitte sagen, weil. André, unten ist noch ein Kolossus und links sehe ich eine Struktur. Eine Struktur? Tatsächlich, da hinten ist eine Struktur. Das ist eine Struktur. Da gehen wir doch nicht mal hin. Aber selbstverfreilich. Können wir die annektieren? Gucken wir mal. Ich wusste nicht mal, ob es überhaupt Strukturen schon gibt. Das wusste ich auch nicht. Ich finde immer noch das Wurmskelett ganz schön heftig. Er ist halt, ne? Der Wurm. Die gibt's auch als. Könnt ihr mal eure Mongos aus meiner Nase nehmen hier? Ja, dann beeil dich mal. Mal ein bisschen Hackengas, mal ein bisschen an der Spitze bleiben. Achtung. Igelsträucher. Igelbüsche. Was steht denn bei euch auf der Karte unten? 5,9. Oh. Aber wir sind weiter weg wieder. Wir sind jetzt bei minus 8,3 wieder. Ja, weil wir jetzt da zur Struktur hingehen. Weil da eine Struktur ist. Das sieht nach Solarpanels aus. Wir haben Solarpanels gefunden, oder was ist das? Sieht aus wie irgendwas, ja. Gleich schießen die auf uns. Oh, Marie hat neue Schuhe gekauft. Wahrscheinlich. Neue Schuhe. Schuhe. Geil, ich liebe Schuhe. Ich habe ganze 2 Paar. Ich habe auch 2 Paar. Nee, 3, Entschuldigung, 3. Aber 1 Paar sind Arbeitsschuhe. Meine Frau hat viele Schuhe. Boah, ich habe 4 Paar und 2 davon sind Arbeitsschuhe. Du hast 2 Paar Arbeitsschuhe? Alter, ja. Luxus. Ja. Alter. Ja, früher hatte ich auch 2 Paar Luxus. Arbeitsschuhe. Einmal so die brauche ich auch, weil die regelmäßig so durchnässt sind, dass du sie am nächsten Tag immer noch nicht anziehen kannst. Sieht eher aus wie so eine Arena.
wie Flutlichter oder so. Olli, wo bist du? Da hinten kommt er. Ne, das sind Solarpanels. Ja, aber können wir daraus damit irgendwas machen? Oh, wow, ich hab deinen Roboter, hab ich noch. Meinen habe ich verloren unterwegs. Hat Olli den vielleicht? Nein. Egal, der kommt nach. Der kommt nicht nach. Der klebt irgendwo am Berg. Alter, wie... Alter! 7 Paar, boah. Alter, was ist das hier? Alter, können wir da irgendwas machen mit einer Multitool oder so? Warte mal. Eine Multitool. Aber das heißt, wenn es hier Strukturen gibt, gab es hier schon mal Lebewesen. Zumindest hat hier schon mal einmal Strom. Oh, Achtung, da hinten ist so eine Spinne. Eine Krabbe. Ein Skorpion, ein Krabbe, irgendwas. Okay, dann Waffen ausrüsten und ja. Wir hoffen, dass sie nicht nach hier hinkommen. Also wir müssen dann auf jeden Fall jetzt erstmal in die Richtung weiter, wenn wir was zu Chris wollen. Was zum Teufel ist denn hat das? Hat er den Wurm gepult? Hat Chris den Wurm gepult? Nein, das ist keine Ahnung. Sieht aus wie ein riesiger Käfer. Und mit riesig meine ich wirklich riesig. Kolossus? Ah, da ist mein Roboter. Ja, sag ich doch, der kommt nach. So. 7 Paare sind wenig. Oh, Frauen ja, ja, das glaube ich. Chris, zwischendurch immer mal die Koordinaten wiedergeben, damit ich mich dementsprechend anpassen kann. Links 0,5. Ja. Und unten minus 18. Immer noch minus 18. Ja. Also irgendwie ist er entweder Längen- oder Breitengrade, ist er auf jeden Fall sehr weit weg. Ja, wir gehen die beiden Achsen müssen wir zusammenführen, damit wir uns finden. Ja, wir gehen da in die Richtung. Du, siehst du da vorne diesen großen Berg? Direkt vor uns, André? Ja. In die Richtung müssen wir auf jeden Fall hin. Oh, Moment mal, ich kann nicht mehr rennen, mein Puls ist voll hoch. Und das ist noch ein Wurmskelett. Wir müssen durchs Wurmgebiet durch. Aber muss das jetzt so nebelig sein dabei? Es ist nicht neblig, also bei mir, ich finde es nicht neblig. Also wir müssen, wenn wir hier rechts am Rand lang gehen, Richtung der blauen Bäume da hinten. Wir müssen, ja, das bringt nichts. Das ist alles Wurmgebiet. Alter, nimm diesen scheiß Gummiball aus meinem Gesicht. Da können wir nicht nur mit dir kuscheln, den brauchen wir, die kämpfen, Alter. Den flacke ich gleich weg. Also wir müssen da durch. Bis jetzt machen die nichts Nützliches, außer mir vor der Nase rumzugurmeln. Ja, weil jetzt momentan brauchen wir sie ja auch für nichts anderes. Wollte ich gerade sagen, aber wir müssen sie mitschleppen. Die können wir nachher an der Basis lassen, dann verteidigen sie die Basis. So, aber wir gehen jetzt durchs Wurmgebiet durch. Die haben aber auch Gepäck, Olli. Zur Not kann man da noch Gepäck reinfüllen. Ich weiß auch nicht, wie ich ihn dazu kriege, beides aufzumachen. Weil ich entwische ja nur das Gepäck oder nur die Sachen, dass er mir folgt oder so. Da hinten ist auch eine Struktur. André, links von uns ist noch eine Struktur. Wow. Ich sehe nichts, bei mir ist nur Nebel. Gehen wir da hin? Bei dir nur Nebel, bei mir ist gar nichts. Bei mir ist Regen und Nebel. Bei mir ist klare Sicht. Wow, bei mir buggt das wahrscheinlich gerade. Oder wahrscheinlich ist die Grafik bei mir doch nicht so hoch wie bei dir. Aber da vorne ist auf jeden Fall eine Struktur. Also ich musste eine Stufe runterstellen. Und da vorne ist aber auch noch ein Viech. Also entweder geht der jetzt erstmal... Bei mir kann ich überhaupt nichts einstellen. Erstmal gehen wir jetzt Richtung Chris oder Richtung Struktur? Olli, warte bitte. Struktur. Stell mal vor, Lücke. Wow, lass den Chris los alleine. Ja, lass mich alleine. Chris muss uns eh entgegenkommen. Ich laufe hier nicht um den halben Planeten. Kommt er doch. Er muss halt minus 9 und 2,2 halten. So, da sind wir jetzt gerade. Aber da sind ganz viele Ekelviecher, ne? Wo ist die Struktur? Ich sehe keine. Geradeaus hinter dem Berg. Hinter dem roten Berg. Genau. Bei mir ist aber dunkel. Ist bei dir dunkel? Dann guck doch im Stream. Hast du zu viel Panzertape vor die Linse geklebt oder was? Alter, das ist taghell bei uns. Sie guckt doch bei mir im Stream. Ja, das ist doch. Hier scheint die Sonne bei ihm. Warte, das mache ich jetzt auch. Warte, da gucke ich jetzt nach. Ich verarsche euch doch nicht. Ich kann doch nicht. Das... Bei mir regnet, ist Nebel. Und dunkel. Stell die Grafik eine Stufe runter, dann kannst du besser gucken. Guten Abend, Atompilz. Hallo, Atompilz. Moin, Atompilz. Guck am besten auf YouTube oder so, da siehst du... Ja, ich hätte eine Radarantenne. Hast recht, bei dir ist es stockdunkel, aber warum? Bei uns ist es nicht so, bei uns ist es taghell. Ehrlich, ohne Witz.
Ohne Schmarrn, bei uns ist das Tag hell. Oh, ich relog mal. Ohne Witz. Aber hast gesehen, ne? Ja. Ja, ja. So, Olli, warte bitte, bis andere wieder da ist. Hast du gesehen? Hier ist eine Satellitenschüssel. Ja, ja, hab ich gesehen. Na, ich lüge ja nicht. Habt ihr ja gesehen. Ist, mir ist dunkel. Ja, weiß ich. Hab mich auch gewundert. Das sehe ich ja jetzt gerade. Ich weiß nur, dass bei uns... Jetzt ist es bei mir hell. Das war wohl wirklich ein Fehler, den er geladen hatte. Okay. Okay, da muss man halt zwischendurch mal reloggen. Was ist das denn da für ein Vieh vor uns? Das ist auch so ein komischer Alien-Krabbel da. Also ich nehme da lieber mal meine Würfel in die Hand. Okay. Boah, Attacke. Da ist das. Okay. Jawohl. Immer auf den Kopf ziehen, Leute. Immer. Haben wir souverän gelöst. Ja, ich meine, ist ja jetzt nicht so wild. Ein Vlog und dann geht's ja wieder. Ist ja nicht so schlimm. Wollte ich gerade sagen, und so viele Probleme hat es nicht. Also wir haben jetzt nicht großartig viele Probleme feststellen können. Naja, wir haben vielleicht noch nicht alles. Nein, alles haben wir natürlich Wir haben noch nicht versucht, alles zu bauen. Wir wissen nicht, was für fehlt. Also es scheint hier schon Camps gegeben zu haben. Nicht, dass das so ein Planet wie im Pitch Black ist, weißt du, wo dann auf bestimmten, ne, die Planeten in Reihe stehen und dann auf einmal hier, Alter, die Hölle losbricht. Hier waren ja schon richtige Habitate gebaut hier. Deswegen, ja, kann man die übernehmen? Ich glaube nicht. Kann man nur mal Multitool raus und gucken, ob man die reparieren kann. Ja. So, Jungs, ich bin jetzt bei unten, -8,5. Unten bei -8, ja, du. Da sind wir bei -1,3, das heißt, du müsst eigentlich schon in der Nähe, aber wir haben links -10,5. Ja, da. 10,5. Minus. Achso. Ich kann hier nicht reparieren. Ich auch nicht. Abbauen auch nicht. Nee, kann man nichts machen, das ist einfach nur eine Struktur. Vielleicht kommt da ja irgendwann nochmal was. Oder das soll einfach nur zeigen, dass hier. Survival unmöglich ist. Da hinten ist wieder so ein Wurmskelett auf 12. Was machen wir denn hier? Ja, wir gehen weiter. So. Wir müssen da wieder den Pillarberg da. Da ist der Berg. So. Wo sind jetzt unsere Drohnen? Weiß ich nicht. Die habt ihr da hinten an der Struktur abgehängt. Ja. Na komm, lass mal mitnehmen, die Dinger, weil die brauchen wir. Ich glaub auch. Da komm, sind du die. Blöde Drohne. Nimm mal wieder deine, nimm mal wieder deine. Wo sind die? Ich hatte die da hinten stehen geblieben ist. Ich bin ja ausgelockt. Ne, wo ist deine? Meine ist da. Wow. Deine ist wohl auch an deinem Spawn zurückgekehrt. Wow, da renne ich jetzt aber nicht hin. Das sind 1400 Meter, ne? Da renne ich jetzt aber nicht mehr hin. Ach. Naja, wir haben ja eine Drohne. Die ist nicht alleine, meine steht ja auch da. Ja. So, wenn wir später ein Fahrzeug haben, holen wir sie ab. Ja. Also wir gehen da weiter Richtung Berg. Links kommt noch ein Monster, aufpassen, da ist so eine Schildkröte. Schildkröte sollte ja wohl jetzt nicht so die Welle schieben hier. Da wäre ich mir bei diesem Planeten nicht so sicher. Olli, wo bist du? Da hinten. Hinter euch. André, ein bisschen, ja genau, wir machen da mal so einen kleinen Bogen um das eine Viech, vielleicht geht das sonst ja nicht. Was leuchtet denn da hinten grün? Da geht irgendwie grüner Nebel auf, oder? Wo? Oh. Da, in die Richtung. Stimmt, Gas! Das ist ja, Gas. Ein Geysir. Gas. Sollen wir mal gucken, haben wir nie gesehen. Ja, du kannst ja auch Gas absammeln und das ist da... Ah, das brauchen wir vielleicht als Treibstoff. Kennt da hinten jemand? Nein. Ich wollte gerade sagen. Ja, Gas brauchst du nachher auf jeden Fall für irgendwas. Was wird dunkel? Nee, ich glaube, die Sonne oder irgendeine Struktur steht gerade im Weg. Aber die Sonne geht auch so unter. Bei mir war gerade schon die ganze Zeit dunkel, hör mir auf. Ja, weiß ich. Wahrscheinlich war in einem Wetter gekommen. Ja, jetzt ein Motorradbausatz, ja, das stimmt. Ja, das war gut. So ein Motorradbausatz war gut, ja. Aber ich weiß noch gar nicht, was für Fahrzeuge es gibt. Das weiß ich auch nicht. Dann werden wir noch alles sehen. Jetzt werden wir alles sehen. Ich denke mal, das Spiel wird schon relativ viel langsam Motivation haben. Also das ist ja noch am Anfang. Laut den Entwicklern hat das für Survival-Anfänger rund 30 Stunden.
Ja, also aber ich denke mal... Ja, die meisten, denke ich mal, auch die jetzt hier zusehen, die werden wohl schon etliche Survival-Spiele gespielt haben, aber... Aber ich weiß nicht. Danke, Stadis, für dein Follow. Danke, Stadis. Das heißt halt individuell für jeden anders zu empfinden. Ich denke mal auch schon allein an der Masse an Monstern, die es gibt hier, und dass man auch jedes Mal seine Basis beschützen muss und alles. Ich denke mal, allein deswegen wird das schon so eine kleine Motivation sein. Aber essen muss man theoretisch schon, weil wir haben hier Kartoffeln. Doch, musst du. Du hast unten... Getrocknete Karotten, Wasser. Ich weiß jetzt nicht, was davon Essen ist. Ja, was ist denn wohl Essen? Die Kartoffel ist zum Einpflanzen, das sag ich dir so schon. Zum Beispiel. Na, die ist ja gebacken. Nein, die ist gebacken. Das ist eine gebackene Kartoffel. Echt? Wenn dann wohl eher die Karotten. Ja, André, da steht unten Nutrizienbonus. Das ist quasi deine Hungeranzeige. Was ist meine Durstanzeige? Das ist da über, das ist HYO. Ach so, das ist die Doppelleiste. Der hellgrüne Balken ist Trinken und das hellere. Oder umgekehrt. Oder umgekehrt. Also eins von, du meinst diese Doppelreihe da, ja? Ja, richtig, genau. So, da. Egal, wir gehen jetzt erstmal weiter Richtung Chris. Richtigen Weg. Ja. Chris, wie weit bist du? Wo bist du? Koordinaten bitte. Links 1,3. Und unten 0,5. Minus. Oh, da haben wir 0,3. Ja, da sind wir beide. Also wir müssen, wenn dann in die Richtung. Hier geht wieder höher. Ja, dann müssen wir da in die Richtung. Wir müssen jetzt hier auf die 0,5-Achse kommen, dann haben wir die wenigstens schon. Hier ist jetzt 0,5-Achse. So, jetzt müssen wir, glaube ich, Richtung... Jetzt müssen wir, wo ist er? Links hast du was stehen nochmal? Links steht bei mir 0,9. 0,9, das heißt, wir müssen den Wert jetzt verringern. Richtung Nord. Hier sind ein Haufen Drohnen, 5 Stück. Echt cool. Müssen wir Richtung Norden. Minus 4,6, minus 4,6, ja genau, wir müssen genau strikt nach Norden laufen. Wir müssen uns eigentlich entgegenkommen jetzt. So, Chris, du musst es jetzt eigentlich... Ja, guck mal, was vor uns ist. Was? Ja, eine Wurm-Skelett. Lol, das sind eure Drohnen. Da hinten liegt noch eins. Wow, er ist am euren Spawn, Leute. Hier steht Servo, hier steht der von Olli. Was? Meiner ist aber bei mir. Der ist auch da. Was? Und meine. Wow. Wir gehen jetzt mal geradeaus da weiter. An dem Wurmskelett. Guck dir das mal an hier, dieses Skelett. Olli, nicht stehen bleiben, nicht im Dunkeln stehen bleiben. Jungs, hinter dem Wurmskelett sehe ich eine Taschenlampe. Ja, dann ist das Chris. Chris! Chris! Chris. Kann sein, ich sehe da hinten so Solarpanels. Ja, da waren wir vorhin. Chris! Aber ich sehe hier unten keine Taschenlampe. Wir sind jetzt gleich bei 0,0. 0,4 und minus 2,5. Da oben. Ja, da bin ich. Da war ich, bin ich hier oben. Nee, noch nein, über den Berg, da über gegenüber. Den Berg rüber. Warte, ich schieß mal dahin. Vielleicht treffe ich ihn, Chris, ja. Da lang. Ja. Kann sein. Die hier nur wieder gerade nichts, weil jetzt gerade jetzt im Augenblick wieder die Sonne von hinten durchkommen muss. Weißt du, ehrlich, den ganzen Tag scheint die Sonne nicht. Was, du hast Sonne? Ja, den ganzen Tag kommen sie nicht. Den halben Tag hat es geregnet und war bewölkt und alles. Jetzt abends wieder, wenn man vom Rechner sitzt, kommt die Sonne wieder raus. Ja, haben wir extra gemacht, um dich zu ärgern. Da unten kommt mir einer entgegen, glaube ich. Da ist eine Drohne. Da sind ganz viele Drohnen. Ich hoffe, da ist doch Chris, da steht er, Chris! Oh, Chris ist ein Outlander. Nein. Wieso ist Chris ein Outlander? Ich komme in Frieden. Können wir nicht in unseren Clan einladen. Wow. Der hat uns nicht zugehört, der Deswegen ist er auch so weit weg gespawnt, der ist nämlich auf der anderen Seite vom Planeten gespawnt. Wow. Dann kann ich ihn umlegen. Ja. Kannst umlegen. Lol. Warum schießt du auf mich? Hat er der spritzt Blut rum. Warum? Dann macht er meinen Anzug kaputt. Ja, Chris, ja. Ausloggen, neuen Charakter erstellen.
Kannst du den einladen? Nee, ne? Nein, das kann ich nicht. Das ist eine andere Fraktion. Kann ich nicht einladen. Da kommt, weil der nicht zugehört hat. Buh, Chris, buh. Wow, ehrlich. Unfaires Spiel, erstmal refunden. Hol erstmal meine Drohne. Wofür gibst du wohl zwei Fraktionen? Die einen sind Kolonisten und die anderen sind Piraten. Ehrlich. Wow. Ja, Chris muss ausloggen. Los. Oh, Herr. Du Depp. Jetzt bauen wir aber, jetzt kann er zu uns kommen. Wir haben jetzt genug Zeit vertrödelt. Ja, wo wollen wir hin? Eine halbe Stunde rumlaufen war viel zu viel. So, wo ist Olli? Wo bin ich hier? Ja, wo sind unsere Drohnen? Schnappt sich jeder seine Drohne? Ich hab meine. Ich hab auch meine. Meine ist da hinten, warum die auch mal da hinten ist? Weiß ich nicht. Müsst du bitte aufhören, mir den Arsch zuzudrehen und in meine Richtung, danke. Komm ran, Drohne hier. Wollen wir gleich hier bleiben? Hier ist auch schon der Platz. Ja, aber haben wir hier Material in der Nähe? Wenn das der alte da kam wieder, ein Meteorit rund. Oh, noch einer. Boah, war das hell. Hast du das gesehen? Ich hab nicht gesehen. Wow. Habt ihr das gesehen? Hat überhaupt einer gesehen? Außer mir? Nein, ne? Ich weiß jetzt nicht. Ich glaube, ich hab gar auch nichts gesehen. Wow, da kam ein Meteorit runter. Zwei Stück. Also. Hier, Blindfische. Da, hier ist Eisen und so. Das heißt, wir können hier doch irgendwo bauen. Titan brauchen wir ja auch, Titanium. Eisen allein bringt uns ja nichts. Das ist Atompilz, hat's gesehen. Ja, ja, im Stream habe ich's gesehen, aber beim Donner war nichts. Du hast teilweise wirklich irgendwie Sachen, die ich nicht habe. Hast schon gebaut, gut. Muss jetzt jeder seine eigene Hütte bauen, oder? Nein, kannst du nicht. Die zählt aber für alle, du kannst jetzt reingehen. So, ist jetzt Owned by Colony 13. Jetzt können wir hier speichern beim Bit. Genau. Es ist. Und dann ändert sich da nachher die Spawn-Position. Da drin beim Bett einmal klicken, dann ist die Position gespeichert. Wenn Olli denn reinkommt irgendwann. Ah, die Drohnen jetzt, ne, hier vor. So, wo ist meine Drohne? Ihr bleibt jetzt hier. Drohne, du bleibst hier. Du Sitz. Bleibst auch hier. So, was wir jetzt bauen müssen. Ist eine Kiste als erstes. Ist eine Kiste, ja. Dafür brauchen wir jetzt hier Utilities. 20 Eisen und 20 Aluminium. Ja. Wenn einer von euch bauen will, dann gibt mir einer sein Material, was er zu viel hat. Ich hab Aluminium und Eisen. Ja, jeweils 20? Mehr. Ja, dann brauchen wir eine Kiste. Bei Utilities die Outdoor-Kiste. Die musst du draußen stellen. Ah, toll, die Sachen schweben hier. Aber wir sollten doch nochmal einpacken und uns eine flache Stelle suchen. Oh, tschüss, David. Nein, tschüss. Oh, Chris. Jetzt ist er bockig. Nein, der Disconnect. Ja, weiß ich. Multitool. Wo soll die Kiste hin? Eigentlich hier daneben, aber das sieht hier doof aus, ne? Ja, wieso? Ja, weil hier, guck mal. Ja, dann lass uns doch nicht da unten, hier unten. Warte, Olli. Da, wo der Crawler ist. Pack ein und... Aber lass uns doch erstmal das Viech da kalt machen, bevor du da jetzt erstellst, Olli. Da rennt einer, ne? Ich will das eben einpacken. Ja, werdet euch mal einig. Ja, hier unten, lass uns. Der kommt sowieso nah, den müssen wir kaputt machen hier. Au! Oh, was macht ihr denn hier? Ja, hier ist doch flacher, oder? Ja, deswegen sag ich ja, aber wir müssen doch erstmal das Viech hier wegmachen. Also ein bisschen flacher ist ja auf jeden Fall schon. Ein bisschen, aber schwebt immer noch. Hier geht's einfach bergab die ganze Zeit. Ja, hier ist auch gerade. Es ist auch gerade zu dunkel. Es ist mitten in der Nacht, ich kann jetzt keine Fläche sehen hier. Naja, wir müssen wirklich warten, bis hell wird. Also von hier sieht es relativ gerade aus, da wo du hinter dir. Da aber wenn du was stellst, dann siehst du, dass das abschüssig ist. Dreh dich nach rechts, andersrum. Stopp, geh mal nach vorne. Da ist nicht flach, da war ich doch auch eben gerade schon. Stopp, nur so aus. Stopp. Das sieht nur so aus, Olli. Von hier sieht's flach aus.
Ja, aber wenn du guckst, da ist der eine Teil, ist da in der schwebt da in der Luft, da hat andere schon. Ja, es schwebt die ganze Zeit. Ja, hast du keinen Klappspaten? Geh mal hier hoch wieder, da oben war doch gerade flach, wo wir vorhin die Drohnen eingesammelt haben, oder? Nee, da war ja auch nicht flach, da war ja auch überall Hügel und alles. Das war, weil wir viel zu lange unterwegs waren. Das ist viel zu lange unterwegs. Ja, wir waren so lange unterwegs, um den Chris zu suchen. Deswegen ist er auch so weit weggespawnt. Ja, das, ich kann ja nicht ahnen, dass er da die andere Fraktion nimmt. Ich dachte, er hat uns vielleicht zugehört. Ah, ja. Die Sonne geht auf. Internet sagt nein. BB. Wow. BB. Und jetzt wird es aber auch langsam wieder hell. Guck mal, hier oben ist doch flach. Oh, die blöde Drohne hier. Ja, wenn da oben flach ist, dann da. Machen wir das da. Guck mal, wie das ist, wenn man hier was stellt. Ja, das sieht doch schon besser aus. Ja. Auch dieses komische laute Geräusch von gestern ist wenigstens jetzt weg. Er ist natürlich sehr clever, da reinzulaufen, David, ehrlich. Wow, ich dachte, du hättest das schon gestellt, deswegen... Oh, nein, natürlich nicht, das... Dann nimm's doch mal weg. Ja, du, das steht ja 2 Minuten auf der gleichen Stelle, deswegen dachte ich... Ja, du musst ja auch nochmal erstmal F gedrückt haben, du weißt doch, wie man baut. Ich hab da noch nichts gebaut. Du hast die ganze Zeit nur gebaut. Body. Der Eingang war noch nicht ausgeklappt, daran sieht man, ja, dass eben, das Ding noch nicht genau steht. Genau daran sieht man das doch. Und das weiß ich, der noch keine 2 Stunden gespielt hat. Wenn andere so lange braucht. Der David wieder. Ich hab hier noch nichts, noch nicht eine Sache gebaut. Er muss noch F gedrückt halten, bis das weiß ich dann ja nicht. Alt. Und bis das fertig aufgebaut ist, zack, jetzt ist es fertig. Das weiß ich ja nicht. Ich hab bis hier noch nichts gebaut hier. Warte, erst mal meine Drohne. Komm mal her, Drohne. Komm, nicht vor der Tür gammeln. Komm. Komm. Meine? So, hier ist gut. Das ist, guck mal, da hinten ist eine Drohne von Chris. Das ist meine Drohne. Oh, jetzt meine. Kann ich meiner wieder keine Befehle geben. Achso, weil ich im Tool-Mode bin, ja natürlich. Kurioserweise steht die Drohne von Olli direkt neben mir. Hier steht eine von Olli, aber meine ist jetzt weg. Oh. Stell die hin. Ja. Wessen Kackdrohne schiebt mich hier durch die Gegend? Deine. Meine eigene. Die folgt dir noch. Und hör auf zu schreien. Wir verstehen dich auch so. Ja. Da ist meine. Hast du jetzt hier gestellt, die Kiste? Und bei Olli. Das ist Ollis Kiste. Ja. Muss er noch freigeben. Wo mache ich das denn jetzt schon wieder? Das weiß ich jetzt. Hätte ich dir sagen können, wenn ich eine Kiste gestellt hätte. Oh, da war nichts. Es kam jetzt erst mit dem Update, dass man die freigeben muss. Das stimmt, das weiß ich jetzt auch nicht. Dann brauchen wir jetzt nächste bei Titanium. Also der nächste, der Titanium findet, der muss was besorgen. Ja, wir müssen jetzt die Forge bauen. Da brauchen wir Titanium, Iron und Plutonium haben wir ja. Richtig. Weiß nicht, mal E gedrückt halten oder F gedrückt halten oder irgendwie sowas. Angeblich gehört das Ding der Kolonie. Ja, aber das steht auch bei Key. Und wir können ja nicht zugreifen, drauf zugreifen. Ich habe hier aber auch nichts vor, dass ich das. Ja, da muss man dein Tool, Multitool in die Hand nehmen. Damit kannst du auch so einiges machen. Ah. Ja, guck mal. Jetzt. Nein. Nein. Ich hab die jetzt freigegeben für Kolonie. Warum funktioniert das immer noch nicht? Oh, Alter, und wenn diese scheiß Drohne nicht gleich steht, dann knall ich die ab. Ja, du musst ja den Befehl geben, dass sie steht. Ja, die patrouilliert jetzt in dem Bereich ein bisschen. Ja, die steht doch, oder? Ja, die steht. Die schiebt mich ja nauer durch die Gegend. So sind die Drohnen. Oh, jetzt geht das wieder nicht. Ja, man muss ja halt auch eine Kiste, jeder für sich eine Kiste bauen oder so. Wow.
Jetzt will ich es verarschen, der Radius ist so gigantisch. Ja. Hab ich doch das letzte Mal schon gesagt. Wofür ist das Ding jetzt? Ich habe noch 3 Stück davon. Ich weiß gar nicht wofür. Echt? 3 Stück? Ja, keine Ahnung. Gerade als ich die eine abgebaut habe, kamen da noch 2 raus. Ja, ach, krass. Ich hab ja noch 2.